Hallo, ich bin die Leonie, das ist die Lotte. Wir sind beide Hebammen in München im Krankenhaus, sind bei Akut organisiert und schreiben für Klasse gegen Klasse. Wir wollen einen kleinen Kommentar zu der Reportage machen, die gestern von Joko und Klaas auf ProSieben ausgestrahlt wurde, wo 7 Stunden lang sozusagen ungeschnitten ein Einblick in die Frühschicht von einer Pflegerin im intensivmedizinischen Bereich gegeben wurde, also aus ihrer Perspektive miterlebt wurde, wie der Alltag unter Corona-Bedingungen im Krankenhaus so aussieht. Und währenddessen werden immer noch Kommentare von PflegerInnen aus anderen Fachbereichen eingeblendet, die ja die Probleme im Gesundheitssystem aufzählen und auch beschreiben, wie sie sich durch die Pandemie noch verschärft haben und wie sie das erlebt haben, ja, mit total vielen Details. Und ich fand auch wirklich, dass die Sendung sehr greifbar macht, wie die Realität von Pflegekräften aussieht und welchen tagtäglichen Kampf sie kämpfen oder wir auch kämpfen, weil auch wir als Hebammen ja, betroffen sind. Und ja, diese tagtäglichen Fragen, die uns durch den Kopf gehen, so wie kann ich meine Patientinnen gut versorgen? Woher nehme ich die Energie in diesem Schichtdienst unter krasser körperlicher und psychischer Belastung, das zu tun? Wie kann sich überhaupt was verbessern, wenn Streiken für uns nicht so machbar ist und die Politik nicht auf uns reagiert? Und wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dass das Gesundheitssystem so total am Scheitern ist und alles nur noch gerade so irgendwie geht und eigentlich nur dadurch, dass Einzelne sich aufopfern? Ja, und heute Morgen als Reaktion hat dann Vizekanzler Olaf Scholz auf Twitter gepostet, also in Bezug auf die Reportage, dass er allen Pflegekräften dankbar ist und dass nicht klatschen, sondern gute Arbeitsbedingungen und Löhne notwendig sind. Und das ist einfach so krass. Nach einem Jahr Pandemie ist so eine Rückmeldung mit diesen Worten von jemandem, der in der führenden Position in der Regierung ist, einfach echt dreist. Und das ist einfach, also das zeigt nochmal so krass, dass diese Regierung nichts für uns tun wird und sich aber trotzdem nicht zu schade ist, sich unsere Positionen und unsere Forderungen für ihre Zwecke zu eigen zu machen. So. Und wir Beschäftigten im Gesundheitswesen, wir haben ja immer wieder gesagt, dass große Veränderungen notwendig sind. Die Missstände sind bekannt und eigentlich wissen wir auch, was notwendig ist, um das Grundproblem zu ändern. Und zwar ist es ein Gesundheitssystem, das keine Profite macht, sondern einfach Menschen gesund macht und gesund hält und auch uns Beschäftigte. Und während Corona haben einfach 9.000 Pflegekräfte gekündigt, hat ein Kollege in der ProSieben-Reportage gesagt. Das ist so krass. Und das heißt, genau das, was wir brauchen, das ist mehr Personal, Arbeitszeitverkürzungen, Lohnerhöhungen und das Ende von Outsourcing und Privatisierung. Wir brauchen eigentlich ein Gesundheitssystem, das wir selber verwalten können, das unter Kontrolle von denjenigen ist, die da jeden Tag arbeiten, die wissen, was gebraucht wird. Das ist, also genau das ist einfach ein Gesundheitssystem, was verstaatlicht ist und unter Kontrolle von ArbeiterInnen. Ja, voll. Also ich denke halt, vor allem bei Gesundheit ist es nicht so ein Nischenbereich, sondern es ist ein Thema, was uns alle angeht. Und das ist auch nicht nur unser Kampf, das zu verbessern, weil alle wollen gesund gemacht werden und gesund erhalten werden. Und um was zu erreichen, brauchen wir eine gemeinsame Organisation in den Gewerkschaften. Denn nicht nur die Pflege ist am Limit, auch zum Beispiel unsere Kolleginnen aus der Reinigung sind es, aus der Küche sind es, aus total vielen outgesourcten Bereichen sind es oder halt auch aus nicht gesundheitlichen Berufen, die jetzt mit unseren Betrieben erstmal nichts zu tun haben, aber sonst im öffentlichen Dienst sind, die auch total runtergewirtschaftet sind. Uns gewerkschaftlich zu organisieren bedeutet halt, dass wir auch unsere Kämpfe zusammenführen können, dass wir ein viel größeres Potenzial haben, tatsächlich was an dieser Politik von Privatisierung und Profitgeilheit zu ändern. Und es bedeutet aber vor allem jetzt, dass wir uns organisieren, um Druck auf die Gewerkschaftsführungen zu machen, um tatsächlich für unsere Wünsche zu kämpfen. Denn es gab ja Streiks während Corona. Es gibt auch jetzt gerade Tarifverhandlungen. Und wir auch aus den Krankenhäusern haben gestreikt im Herbst. Aber es wurde sich halt dann mit nicht ausreichenden Ergebnissen zufrieden gegeben. Ja, wir empfehlen euch, die Reportage anzugucken und würden gerne mit euch weiter diskutieren auf klasse-gegen-klasse.org und gemeinsam mit euch für eine Gesundheit ohne Profite kämpfen. Danke.